Willkommen im Basic 1 Video. Bevor wir mit der Formel aus dem letzten Video ans Berechnen von Oberflächen von Prismen gehen, gibt es zuerst einen kleinen Fitness-Check. Diesen solltest du ohne Probleme bezwingen können, wenn du im letzten Video gut aufgepasst hast. Höre jetzt gut zu und überlege dir, welches Wort am besten in den jeweiligen Satz passen könnte. Um die Oberfläche eines Prismas zu berechnen, werden nur einige, alle oder besondere Flächen des Prismas zusammengezählt. Die einzelnen Flächen werden in Grund- und Deckfläche und in Mantelfläche, Basisfläche oder Seitenfläche eingeteilt. Die Grund- und Deckfläche haben einen ähnlichen, gleichen oder verschiedenen Flächeninhalt. Die Mantelfläche des Prismas besteht aus Dreiecken, Rauten oder Rechtecken, die zu einem großen Dreieck, Raute oder Rechteck zusammengefasst werden können. Die allgemeine Formel zur Berechnung der Oberfläche eines Prismas lautet O ist gleich G plus D plus G oder O ist gleich 2 mal M plus 2 mal G oder O ist gleich 2 mal G plus M. Und die Flächeninhaltsformeln für die Grund- und Mantelfläche hängen von der Art oder der Farbe des Prismas ab. Pausiere das Video jetzt und schreibe dir deine Antworten auf einem Blatt Papier auf. Willkommen zurück. Gehen wir die Aussagen der Reihe nach durch. Vergleiche bei jeder Aussage deine Antwort mit der aus dem Video. Bei der ersten Aussage geht es darum, welche Flächen zur Oberfläche eines Prismas zählen. Die Oberfläche setzt sich aus allen Flächen des Prismas zusammen. Also lautet der korrekte Satz: Um die Oberfläche eines Prismas zu berechnen, werden alle Flächen des Prismas zusammengezählt. In der zweiten Aussage sind die Bezeichnungen der Flächen gefragt. Neben der deckungsgleichen Grund- und Deckfläche gibt es beim Prisma natürlich auch noch die Mantelfläche. Damit erhalten wir: Die einzelnen Flächen werden in Grund- und Deckfläche und in Mantelfläche eingeteilt. In dem nächsten Satz geht es darum, wie sich die Flächeninhalte von Grund- und Deckfläche zueinander verhalten. Wie wir wissen, sind diese gleich groß. Also haben wir, die Grund- und Deckfläche haben den gleichen Flächeninhalt. Im nächsten Punkt geht es darum, woraus sich die Mantelfläche zusammensetzt. Diese besteht aus Rechtecken, die zu einem großen Rechteck zusammengefasst werden können. Damit erhalten wir, die Mantelfläche des Prismas besteht aus Rechtecken, die zu einem großen Rechteck zusammengefasst werden können. Die Formel, die uns im Intro-Video begleitet hat, benötigen wir in der nächsten Aussage. Diese besagt, die allgemeine Formel zur Berechnung der Oberfläche eines Prismas lautet O ist gleich 2 mal G plus M. In der letzten Aussage ist gefragt, wovon die konkreten Formeln für Grund- und Mantelfläche bei einem Prisma abhängen. Wie wir schon bemerkt haben, sind diese je nach Art des Prismas verschieden. Damit erhalten wir, die Flächeninhaltsformeln für die Grund- und Mantelfläche hängen von der Art des Prismas ab. Solltest du bei einer der Aussagen noch Fragen haben, dann sieh dir einfach das vorige Video noch einmal an. Jetzt, wo du schon einiges über die Oberfläche von Prismen weißt, können wir uns an ein Beispiel wagen, wo wir den Oberflächeninhalt eines dreiseitigen Prismas berechnen werden. Folgende Situation: Sarah ist gerade mit ihrer Mutter beim wöchentlichen Einkauf im Lebensmittelgeschäft. Als die beiden an der Käsetheke vorbeikommen, entschließen sie sich, ein riesiges Stück Gouda zu kaufen. Der Gouda hat ein gleichschenkeliges Dreieck als Grund- und Deckfläche, welches eine Grundseitenlänge von 14 cm und eine Höhe von 24 cm besitzt, während die Schenkel 25 cm lang sind. Insgesamt ist er 10 cm hoch. Wie viel Wickelpapier benötigt die Feinkostverkäuferin mindestens, um das Stück Käse einzupacken? Sehen wir uns das an. Das Stück Käse ist also ein dreiseitiges gleichschenkeliges Prisma mit einer Höhe H von 10 cm. Die Grund- und Deckfläche haben eine Höhe HC von 24 cm und eine Grundseitenlänge C von 14 cm. Die Schenkel A sind 25 cm lang. Wie wir im vorigen Video gesehen haben, können wir die Oberfläche davon ohne Probleme mit der Formel O ist gleich 2 mal G plus M berechnen. Jetzt stellt sich die Frage, aus welchen Flächen sich die Grund- und Mantelfläche zusammensetzen. Drücke auf Pause und überlege es dir selbst. Weiter geht's.
Wie du hoffentlich herausgefunden hast, hat ein dreiseitiges gleichschenkeliges Prisma ein gleichschenkeliges Dreieck mit dem Flächeninhalt g gleich d gleich c mal hc halbe als Grund- und Deckfläche, während sich die Mantelfläche aus drei gleich hohen Rechtecken zusammensetzt, wobei zwei davon gleich groß sind. Der Flächeninhalt davon ist gesamt m gleich a mal h plus a mal h plus c mal h gleich 2a mal h plus c mal h gleich 2a plus c in Klammer mal h gleich u mal h. Im letzten Schritt haben wir benutzt, dass alle Seiten des gleichschenkeligen Dreiecks zusammengezählt den Umfang u ergeben. Jetzt können wir uns die Oberfläche des Stückkäses ausrechnen. Zuerst zur Mantelfläche. Wir wissen, dass alle drei Rechtecke gleich hoch sein müssen. Zwei davon sind sogar gleich groß und haben die Seitenlängen 25 cm und 10 cm. Da die Schenkel der Grundfläche 25 cm lang sind und das Prisma 10 cm hoch ist. Das dritte Rechteck ist ebenfalls 10 cm hoch. Die andere Seitenlänge beträgt aber 14 cm. Da wir alle Längen in Zentimeter angegeben haben, bleiben wir in dieser Größenordnung. Daher wissen wir schon, dass das Ergebnis der Einzelflächen und der Gesamtfläche der Einheit Quadratzentimeter hat. Damit erhalten wir m ist gleich a mal h plus a mal h plus c mal h. Wir setzen ein, m ist gleich 25 mal 10 plus 25 mal 10 plus 14 mal 10 ist gleich 2 mal 25 plus 14 in Klammer mal 10 ist gleich 64 mal 10 ist gleich 640. Die Mantelfläche M hat also einen Flächeninhalt von 640 Quadratzentimeter. Die Grundfläche können wir ebenfalls schon berechnen. Diese ist ein gleichschenkeliges Dreieck mit einer Grundseitenlänge von 14 cm und einer Höhe von 24 cm. Wenn wir das einsetzen, dann ergibt sich g ist gleich c mal hc halbe ist gleich 14 mal 24 halbe ist gleich 336 halbe ist gleich 168. Die Grundfläche g hat also einen Flächeninhalt von 168 Quadratzentimeter. Um jetzt die gesamte Oberfläche des Käses zu erhalten, benötigen wir die wichtige Formel O ist gleich 2 mal G plus M von vorhin. Wir setzen ein, O ist gleich 2 mal G plus M ist gleich 2 mal 168 plus 640 ist gleich 976. Die gesamte Oberfläche O beträgt somit 976 Quadratzentimeter. Die Feinkostverkäuferin benötigt also mindestens 976 Quadratzentimeter Wickelpapier, um das riesige Stück Gouda zu umhüllen. Da beim Einpacken allerdings Überlappungen entstehen, benötigt sie in der Realität etwas mehr, um das Stück Käse gut einzupacken. Wenn du bis hierhin mitgekommen bist, dann hast du schon einiges über die Oberfläche von dreiseitigen Prismen verstanden. Gut gemacht! Wie du aber sicher weißt, gibt es noch viele weitere Arten von Prismen. Allerdings gilt auch für diese wieder die allgemeine Formel O ist gleich 2 mal G plus M, was uns die Arbeit erleichtert. Solche Prismen schauen wir uns im nächsten Video an.